open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. 3 Kilometer nur noch. Und die ersten eröffnen schon den Sprint. Nämlich Pilucky ist das da vorne. Ja komm, dann müssen wir hinterherziehen. Aber ich glaube, das wird schon nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, den Sprint einfach verpennt. Komm, Gerald, zieh vorbei. Wobei, sie haben jetzt schon eine Endbeschleunigung, die nicht übel ist. Die ist wirklich nicht übel. Und wenn er jetzt vorbeiziehen kann. Vachon wird eingeholt. Gerald Chiule gegen Bosic und Pilucky. Und ich glaube, das gibt den ersten Sieg im ersten Rennen von Gerald Ciulek. Aber ganz souverän. Super. Ja. Das hört man gerne. Wann sollen wir gehen? Bosic kommt jetzt raus. Komm, Reimer, versuch mal was. Zieh den Sprint an. Gib Vollgas. Und Ciulek sollte sich dann doch eher an Bosic hängen, denn Reimer, der kommt da nicht mit. Ciulek gegen Bosic, das ist jetzt der Zweikampf. Jetzt muss Gerald Ciulek vorbeigehen. Gerald Ciulek geht vorbei an Borut Bosic und der kann ihm nicht mehr folgen. Kommt da noch einer von hinten ran? Leonardo Duca haben wir von der Columbia-Mannschaft. Doch der wird auch nicht mal rankommen, genauso wie Kreda. Und Ciulek gewinnt seine zweite Etappe im zweiten Rennen. Geil, richtig geil. So läuft's doch, Freunde. Denn wenn man mal ehrlich ist, besteht unsere Mannschaft zum größten Teil einfach aus Gerald Ciulek. Wir fallen und steigen mit Währung. Gerald Ciulek gewinnt also vor Zatzewicz, Kreder, Duke, Pilucci, Bosic, Reimer, Wagner, Pellizotti und Iglinski. Das sind die ersten 10 der heutigen Etappe. Und im zweiten Rennen der zweite Sieg für unsere Mannschaft. Es fängt schon mal gut an. Vertrauen wir mal auf Reimer. Komm, gib mal Vollgas, Junge. Gib mal Vollgas. Und sobald du sprinten kannst. Boah, Alter. Du gibst zu viel Vollgas. Okay. Ciulek kommt da einfach nicht mit. Du bist zu mächtig. Das musst du einfach verstehen. Alter. Ciulek, was geht? Reimer, chill mal ganz kurz. Häng dich mal an Greipel dran. Und Ciulek, Alter, ey. Das kann's nicht sein. Das kann's wirklich jetzt nicht sein. Dass Ciulek diesen Sprint versaut. Naja, komm, Reimer, gib alles. Das war ja... Alter! Ja, Ciulek wird vielleicht noch vorbeikommen, Reimer. Ja, wird er auch. Wird er auch. Das schafft er auch. Der schafft auch den Greipel noch. Jetzt ist die Frage, ob er Sagan schafft. Sagan gegen Ciulek. Sagan gegen Ciulek. Und es sieht so aus, als würde der Pulheimer hier den Sieg für sich beanspruchen. Und das schafft er. Das schafft der Gerald Ciulek. Gewinnt vor Peter Sagan. Vor Daniele Benatti. Vor André Greipel. Der lässt sie hier alle stehen. Und holt sich die erste Etappe der Mallorca-Rundfahrt. Puh. Hätte ich nicht gedacht. Komm, häng dich mal an einen weiter vorne dran. Wie sieht's bei Padilla aus? Kommt er weg? Nö. Doch. Ja, er kann Vergadungen abhängen. Sehr gut. Mach mal weiter so, mein Junge. Gut, und Ciulek, hau rein. Hau rein die Scheiße. Ich weiß, dass du es kannst, Gerald Ciulek. Jetzt eröffnet er den Sprint. Contador eröffnet den Sprint auch. Aber der hat natürlich keine Chance gegen den Antritt von Gerald Ciulek. Der ist der einzige gute Sprinter, der hier mit über den Hügel gekommen ist. Und Gerald Ciulek, der holt sich den Sieg. Aber wie souverän. Wie souverän, bitteschön, haben wir diesen Sieg geholt. Sanchez, Costa, alle geschlagen. Denn Gerald Ciulek, das war der einzige gute Sprinter, der hier noch mit vorne dabei war. Ciulek mit einem richtig starken Sprint aus der ersten Gruppe heraus. Das war richtig gut gemacht, Gerald. Also ganz starker Sieg von Ciulek vor Contador. Christoph jetzt bereits schon im Wind. Das habe ich nämlich gemeint. Der Zug von Greipel macht mir einen besseren Eindruck. Greipel geht jetzt hinterher. Ventoso kommt rechts raus. Ciulek muss jetzt sprinten, glaube ich mal. Sonst wird das hier nichts mehr. Ciulek sprintet. Greipel ist scheinbar geschlagen. Jetzt ist Ventoso noch auf der rechten Seite. Francesco Ventoso, kommt er nochmal ran? Wer kommt da? Da kommt Tommy Hilteslag. Da kann der Ciulek noch einholen. Nein, schafft er nicht. Und Ciulek gewinnt die 5. Etappe von Paris-Nizza. Alter, Sieg durch Gerald Ciulek
Der erste World Tour Sieg in diesem Let's Play und ein ganz, ganz großer. Dabei müssen sie jetzt fahren. Vorne ist das Tempo denkbar niedrig, gerade mal 30 km/h. Und das nutzt Garcia für einen Angriff. Galoppin geht mit und Gerald Ciolek geht mit. Was ist mit den beiden anderen von Lotto? De Buschere fährt hinterher. Und dann auf einmal hat Ciolek den Befehl, Galoppin zu folgen, nicht mehr aktiviert gehabt. Warum auch immer. Die letzte Auffahrt übers Kopfsteinpflaster ist jetzt erreicht. Und die 3 ignoriert den Mann da in der Mitte. Das ist Galle. Den kann man ignorieren. Der ist überrundet. Aber zwischen den 3 geht es um den Sieg. Galoppin sieht nicht mehr gut aus. Und Ciolek versucht ihn sofort abzuhängen. Und das funktioniert. Ciolek hängt Galoppin ab an diesem letzten Kopfsteinpflasterabschnitt. Aber Ciolek ist in der Ebene natürlich unschlagbar. Nicht ganz, aber er ist ein sehr starker Ebenenfahrer. Garcia allerdings auch. Ganz untypischer Spanier, mit Kopfsteinpflaster kennt er sich aus und mit Ebene. Das ist nicht typisch, aber jetzt scheint er doch ein bisschen zu schwächeln, Garcia. Egoist Garcia auf dem letzten Kilometer gegen Gerald Ciolek. Ciolek setzt zum Sprint an. Kann Garcia noch sprinten? Der Baske macht keine Anstalten, hier loszulegen. Und dementsprechend zieht Ciolek auf der Zielgeraden vorbei und gewinnt den Grand Prix von Nokere 2014. Sehr, sehr souveräne Vorstellung von Ciolek, der hier Galoppin stehen lässt und auch noch Garcia. Mich erinnerte diese Leistung ein bisschen an Paris-Roubaix dieses Jahr, als John Degenkolb gewonnen hat. Das war eben eindrucksvoll, ebenso eindrucksvoll. Vielleicht bringt es uns ja was, wenn Gerdemann jetzt angreift. Okay, wir greifen an, heftig. Gerdemann greift an. Vielleicht bringt es ja was, vielleicht fährt ihm keiner hinterher. Momentan sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus. Valverde, Vorsicht! Den werde ich jetzt bestimmt wegfahren. Nicht. Es sind nur noch so, so wenige Kilometer. 2,9 sind es noch. Errada haben sie hier noch, aber das ist ja auch kein Sprinter. Und Ciolek, ja, Gerdemann. Es war schön, aber hat leider nicht geklappt. Und jetzt der Sprint. Ciolek kann auch mal einen langen Sprint anfahren, denke ich. Ciolek kann auch mal einen langen Sprint machen. Niklas Arndt, Belletti, kommen die noch ran? Nein, kommen sie nicht. Ciolek gewinnt souverän die erste Etappe des Kriterium International. Oh ja, oui, oui, International. Allein da aufs Treppchen zu fahren, das muss man erstmal drauf haben. Von daher also wirklich großen Respekt an Ciolek. Er öffnet dann auch den Sprint und Gerald Ciolek an dessen Hinterrad. Die 8 Mann werden hier gerade eingeholt in diesem Moment. Eine heikle Situation, die sie allerdings gut gelöst hatten. Rigoigoi und Ciolek. De Bessay lässt sich zurückfallen, kann er auch machen. Und Ciolek eröffnet den Sprint 1,7 Kilometer vor dem Ziel. Vielleicht etwas früh, aber wo bleibt die Konkurrenz? Ciolek hat bereits schon einen richtig großen Vorsprung und da kommt keiner mehr. Und das ist uneinholbar durch diesen Antritt. Und die gute Vorbereitung, natürlich auch von De Bessay und Rigoigoi, kann sich Gerald Ciolek den nächsten Saisonsieg holen. Vor De Backer und Gerd Stegmanns, der hier etwas anders heißt. Hier sieht man nochmal, wie groß dieser Vorsprung war. Praktisch ein Solosieg, wenn man so möchte. Und hier die wohlverdiente Siegerehrung für Gerald Ciolek. Luca Paulini allerdings auch heute wieder Achter gewesen. So, wer ist der beste Sprinter? Wahrscheinlich Navadauskas. Jawohl, so ist es. Und der will jetzt natürlich auch ein großes Interesse daran haben, hier die Gruppe, wow, was mache ich denn da, ankommen zu lassen. Jetzt eröffnet er den Sprint. Jan Polanke ist das, der den Sprint hier eröffnet. Gerald Ciolek ist natürlich jetzt hier noch in meinem Windschatten. Gerald Ciolek hinter Navadauskas und König. Ciolek setzt jetzt den Sprint an. 1,2 Kilometer. Gerald Ciolek, das dürften keine Gegner sein für ihn. Das dürften keine Gegner sein für Gerald Ciolek. Und so wie es aussieht, macht er das mit seiner Beschleunigung ganz, ganz locker und souverän. Und nach seiner Pause ist er wieder zurück. Gerald Ciolek im zweiten Rennen, im ersten Straßenrennen mit dem ersten Sieg. Und ja, im Sprint ist er eben sehr, sehr überlegen gegen so Leute wie Navadauskas oder wie König. Und die Sprintvorbereitungen laufen. Jetzt also Wippert, Cantwell, Van Bilsen, Apollonio und dahinter Gerald Ciolek. Ich habe den Zeigefinger, vielmehr den
unser Mauszeiger schon mal auf der Sprinttaste. Chanel greift da an. Auf der linken Seite 1,6 Kilometer. Jetzt kann Ciolek den Sprint starten. Vielleicht war das auch schon zu spät. Vigano haben wir hier. Vigano ist jetzt vorne. Könnte Cantwell überholen. Cantwell ist vorne. Ciolek kommt da hinten angerauscht. Gerard Ciolek vorbei an Cantwell und Vigano. Und Gerard Ciolek holt sich den Sieg. Er holt sich den Sieg auf der dritten Etappe der Österreich-Rundfahrt. Gerald Ciolek im weißen Trikot. Hier nochmal der Sprint. Da kommt Gerard Ciolek an Vigano vorbei, an Cantwell vorbei. Und das ist ein Klassenunterschied. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach nur stark. Gerard Ciolek gewinnt also die dritte Etappe der Österreich-Rundfahrt. Warum ist Ciolek jetzt so weit hinten? Mann! Ey, das klappt schon wieder alles so gut, weißt du? Einfach irgend so ein Spacken meint, ja, ich habe keine Kraft mehr, ich sterbe. Oh Mann, ey. So, die drei Ausreißer werden wohl eingeholt. Apollonio startet jetzt schon in den Sprint. Wir versuchen es mal an Howard zu hängen. Das kostet ihre Kraft jetzt. Das kostet ihre Kraft. Und nein, Ciolek, du musst da jetzt dranbleiben, Mann. Oh, das wird nichts, das wird nichts. Caleb Even ist jetzt vorne. Ihm geht eigentlich die Kräfte aus. Kommt vielleicht Ciolek doch nochmal. Apollonio ist hier. Dann haben wir Lai Howard und Gerard Ciolek kommt doch mal. Gerard Ciolek kommt nochmal. Die Sprintvorbereitung war miserabel. Howard gegen Ciolek. Wer holt es sich? Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und der Sieg geht an Gerard Ciolek. Caleb Even, der Sprintzug von der Orica-Mannschaft, war aber auch nicht so perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Sie haben das nicht so gut gemacht. Und dann Ciolek gegen Howard. Jetzt kommt gleich die Ziellinie und das ist immens eng. Boah. Aber Paul Martens, warum habe ich jetzt gerade wirklich Norman Martens gesagt? Entschuldigung. Norman Martens, das ist natürlich ein Eishockeyspieler der Löwen Frankfurt, hat mit Paul Martens aber so gar nichts zu tun. Ja, Entschuldigung dafür. Das war jetzt Macht der Gewohnheit, würde ich sagen. Paul Martens jetzt vorne. Da vorne Gilbert, dahinter bei Werde. Und Ciolek kommt hier mit rüber. Wahnsinn. Gerald Ciolek kommt mit rüber. Die Frage ist nur, ob es reichen wird. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, nicht daran. Aber sie hängen fast den Rest des Feldes ab. Sie hängen fast den Rest des Feldes ab. Und da vorne ist diese Fünfergruppe. Vierergruppe ist es noch. Häng dich mal an Martens. Der kann es besser. Martens. Gilbert vorne. Dahinter bei Werde. Ciolek. 1,4 Kilometer. Sie kommen nochmal ran. Gerald Ciolek muss jetzt alles geben. Letzter Kilometer. Gerald Ciolek und Paul Martens. Vorbei an Gilbert. Vorbei an Valverde. Und Gerald Ciolek krönt eine göttliche Saison. Womit? Ja, womit denn? Wo? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt's Maul! Oh, Gerald! Das kannst du nicht bringen! Hier sehen wir sie. Die letzten Verbliebenen. Valverde, Gilbert hat dann nicht mal mehr die Kraft zu sprinten. Und der Doppelsieg, das wird gleich der Fall sein. Hier sehen wir nochmal den Sprintzug. Einfach nur genial, was Fabian Wegmann und vor allen Dingen, was Paul Martens da abgeliefert hat. Paul Martens, der noch Zweiter geworden ist. Über ihn haben wir noch gar nicht geredet. Riesigen Respekt vor dieser Leistung. Paul Martens, der hätte das Rennen auch gewonnen, wenn Ciolek nicht dabei gewesen wäre. Also das muss man auch mal sagen. Respekt, Paul Martens. Und haben, ja, schade, er hat das Deutschland-Trikot an. Das wird er nicht mehr lang tragen. Gerald Ciolek ist Weltmeister. Gerald Ciolek wird Weltmeister. Zweiter Paul Martens. Dieses Jahr wird das unglaublich schwer. Jetzt die Mannschaft von John Degenkolb. Jetzt Giant Shimano vorne. Hier heißen sie ja noch so. 3 Kilometer noch zu fahren. Der Sprint ist eröffnet. Da vorne ist Pavel Brutt. Den werden sie wohl spielend leicht einholen. 2 Kilometer noch. 1,8, 1,7. Komm, Ciolek, geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei. Es könnte machbar sein. Viviani ist vorne. Ciolek kommt jetzt. Ciolek kommt gegen Nizzolo, gegen Cavendish und Gerard Ciolek. Er macht es im Sprint der ganz, ganz Großen. Gerard Ciolek gewinnt abermals die 5. Etappe von Paris-Nizza. Ein großartiger Sieg von Gerald Ciolek. Da überholt er Mark Cavendish und alle anderen und macht den Sieg perfekt. Gerald Ciolek,
gewinnt bei Paris-Nizza Etappe Nummer 5 vor Nasser Buani, Giacomo Nizzolo und auf Galopeur. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Acht geben. Denn der ist in der Gesamtwertung unmittelbar hinter uns. Der könnte uns richtig gefährlich werden. Auch wenn es so aussieht, als hätte er sich ein bisschen überschätzt. Es sah zumindest gerade eben so aus, er hat gerade kurz gewackelt. So dieses typische Wackeln, wenn einer merkt, okay, scheiße, ich kann nicht mehr lang. Und Maintius, der hat ja immer noch Chancen, ne, muss man sagen. Maintius hat hier immer noch sehr, sehr gute Chancen. Aber Gerard Ciolek eben auch. Ciolek eben auch, das muss man einfach so sagen. Jetzt kommt Costa. Komm, Maintius, probier's mal. Costa kommt, Ciolek am Hinterrad. Jetzt der Sprint eröffnet und Ciolek kommt, der an Costa noch vorbei. Gerard Ciolek gegen Costa und Gerard Ciolek gewinnt diese Etappe ganz knapp vor Jürgen Rolands. Maintius wird noch Achter, könnte tatsächlich doch ein bisschen Zeit gut gemacht haben. Wir sehen uns gleich zur Wiederholung, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nicht groß schneiden müssen. Okay, ich gebe zu, ein bisschen geschnitten werden musste dann doch. Ciolek gewinnt diese Etappe. Wahnsinn! Ciolek muss jetzt Gas geben über diesen Hügel hinweg. Gib einfach mal richtig Stoff. Drucker ist immer noch vorne. Komm, Gerald, greif mal an. Eisel ist abgehängt, oder? Ich glaube, Bernhard Eisel... Ah, wobei, der hält sich. Der hält sich. Der ist nicht schlecht. Bernhard Eisel ist ein zäher Hund. Jeder, der ihn kennt, weiß das. Ciolek hängt sich jetzt an Drucker. Ja, 23 km/h fahren wir jetzt, okay. Ciolek greift an. Drucker versucht hier Stehversuche und das war ein Fehler. Gerard Ciolek probiert den Angriff und das wird jetzt schwer, den durchzuziehen. Denn die Balken von Gerard Ciolek, okay, die beiden sind scheinbar auch am Arsch. Die beiden sind scheinbar auch richtig am Arsch und Gerard Ciolek gewinnt zum zweiten Mal in diesem Let's Play den Grand Prix von Nocere. Haben wir hier noch irgendjemanden, der irgendwas schaffen kann? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht können wir ja noch einen Top-10-Platz rausholen. Ich glaube aber nicht. Egal. Gerard Ciolek gewinnt den Grand Prix von Nocere. Hat er großartig gemacht. Großartiger Sieg von Gerard Ciolek abermals gegen Drucker und Eisel. Gerard Ciolek, hier sieht man es, der Weltmeister, alleine auf weiter Flur. Drucker und Eisel völlig entkräftet zurückgelassen. Und damit also der Sieg beim Grand Prix von Nocere, genauso wie letztes Jahr. Drucker wird Zweiter, dritter Eisel, dann Bandeira. 3 Kilometer sind es noch. Jetzt greift Löwe West dran. Kannst du da vielleicht noch irgendwie ein bisschen folgen? Das wäre super. Indem du noch irgendwie ein bisschen hinterherfahren könntest. Egal, war trotzdem gut. Ciolek eröffnet den Sprint auf der linken Seite reichlich früh. Ferrari versucht mit dem Windschatten hinterher zu gehen. Benedetti kann nicht mehr. Löwe Westra wird eingeholt von Gerard Ciolek. Und Ferrari kann da, glaube ich, auch nicht mehr kontern. Nee. Gerard Ciolek ist einfach stark genug. Hat die Beschleunigung, die einen Weltklasse-Sprinter ausmacht. Und das ist er mittlerweile wirklich auch von den Werten. Und er gewinnt die Generalprobe für Milan Sanremo. Er gewinnt den Grand Prix di Stresa. Gerard Ciolek gewinnt den Grand Prix di Stresa, nachdem es letztes Jahr Maintius nur auf Platz 7 geschafft hat. Baragli kann schon mal Skill nehmen. Ciolek eigentlich auch. Und Oliveira jetzt vorne. Komm, schneller als Albasini ist er. Auf geht's, Junge. Dahinter ist Baragli. Ah, oh, das schaffen die nicht, ne? Diese ganze Angelegenheit. Jetzt Ciolek dahinter. Muss den Sprint jetzt eröffnen. Es bleibt uns ja nichts übrig. Rojas, Belletti und Kreda. Ciolek hat eine höhere Endgeschwindigkeit als die drei. Die Frage ist, ob es reicht. Reicht es? Es wird ganz knapp. Ciolek gegen Rojas. Gerard Ciolek oder José Joaquín Rojas. Und ich glaube, jawohl. Ciolek gewinnt die zweite Etappe. Und hier sehen wir es nochmal. Da kommt Ciolek. Der Sprint. Zug war diesmal besser, auch wenn wir viel weiter hinten gestartet sind, haben wir uns diesmal die Kraft sehr gut eingeteilt, auch wenn es nochmal sehr knapp geworden ist, muss man sagen. Reimer zieht den Sprint gut an, jetzt kommt Stauf raus, Andi Stauf, Greipel der Einzige, der hier im Hinterrad bleibt und Greipel ist schlagbar. Der ist nämlich auch schon in die Jahre gekommen
Stauf zieht den Sprint jetzt an für Gerald Ciolek. Und Ciolek kommt jetzt raus. Jetzt kommt Gerald Ciolek gegen André Greipel. Das ist der Sieg. Oder vielmehr der Sprint um den Sieg bei der deutschen Meisterschaft. Und Gerald Ciolek holt ihn sich. Und so wie es ausschaut, wird hier sogar Stauf noch Zweiter. Und das wäre jetzt natürlich extrem bitter. Ja, Stauf wird Zweiter, Dritter die Greipel. Aber wenn man sowas wissen würde, wenn Greipel nicht da gewesen wäre, hätte ich Ciolek vielleicht gesagt, komm, wart noch mal und lass Stauf den Sieg. Aber das war zu eng. Guck mal, der Greipel, der hätte da jeden Moment noch vorbeiziehen können. Auch Degenkolb war ja nicht weit weg. Wo war eigentlich Kittel? Der war hier hinten, ne? Hat heute gezeigt, warum er das Trikot trägt, nachdem er ja bei der Tour de... Nicht Tour de Suisse, bei... Doch, Tour de Suisse war es, ne? Mente hat es bis hier gut gemacht. Aber jetzt muss Gerdemann vor und das könnte André Hartl jetzt halt den Zahn ziehen. Kwiatkowski kommt mit. Oh, und wir kommen hier gut weg. Wir kommen hier sogar weg. Wer hätte das gedacht? Gerdemann macht hier erstmal eine Lücke auf. Das ist jetzt krass. 5,3 Kilometer noch. André Hartl jetzt vorne. Dahinter Gerald Ciolek. Das könnte... Ich will es nicht beschreien, aber das könnte. Ihr wisst schon, das könnte klappen. Das könnte klappen. Wir konzentrieren uns jetzt auf nichts außer auf die beiden. Ciolek noch nicht raus, noch nicht raus, noch nicht raus, noch nicht raus. Der und André Hartl, wenn du kannst, halt dich am Hinterrad fest sozusagen. Wo ist Sagan? Der kommt hier hinten. Und Gerald Ciolek, der schafft das nach super Vorarbeit von André Hartl und von Linus Gerdemann. Das ist der Sieg für MTN Kubeka auf Etappe 4. World Class. Und ich habe noch den Sprintzug als Schwachstelle aufgezeigt. Ich habe André Hartl in Frage gestellt. Ich habe Gerdemann auch in Frage gestellt. Und beide haben gerade richtig gezeigt. Fridde, halt doch einfach mal die Fresse und lass uns mal machen. Von Gerald Ciolek. Etappensieg auf Etappe 4. Vor Peter Sagan, Mark Cavendish und André Hartl wird sogar selbst noch Vierter. Die letzten 2 Kilometer sind erreicht. Gerald Ciolek heute muss er ohne Sprintzug auskommen. Jetzt kommt rechts Nasser Bouhanni heraus. Ciolek eröffnet schon mal seinen Sprint. Cavendish kommt jetzt auch heraus. Rechts Bouhanni, in der Mitte Cavendish. Dann Degenkolb. Gerald Ciolek zieht jetzt nach vorne, muss jetzt aber gegen Mark Cavendish standhalten. Rechts kommt Kittel, in der Mitte kommt Degenkolb. Sehr, sehr knapp ins Finale. Es sieht so aus, als könnte er es schaffen. Und er schafft's. Er macht's einfach so. Hier nochmal der Sprint aus der anderen Perspektive. Hier sehen wir es, wie eng das dazu ging. Bouhanni ist zu früh losgefahren, aber Ciolek. Und da kam Degenkolb nochmal. Boah, das war richtig eng. Das war richtig eng. Wir sehen uns nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aber ich glaube, er hat es wirklich gemacht. Ne? Ich habe da ja immer so ein bisschen Vorbehalt, weil das Spiel ja gerne mal was sagt, was dann gar nicht stimmt. Aber es stand oben in den Ereignissen, es stand hier rechts eben. Aber es sieht auch so aus. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz gutes Zielfoto. Ja, Ciolek gewinnt. Das sieht man ja doch deutlich. Oh, aber es war knapp. Es war schon knapp. Ciolek jetzt am Hinterrad von Izzolo. Na, es war zu früh. Das war viel zu früh. Häng dich nochmal an Kittel ran. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen können hier. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen können. Cavendish momentan vorne. Nee. Das war verkackt. Schade, schade, schade. Fünfter werden wir wohl. Wer holt den Sieg? Sagan. Wow. Ist noch nicht mal über der Ziellinie. Steht aber schon fest. Peter Sagan holt den Sieg. Ciolek wird Fünfter. Und hier haben wir es. Gerald Ciolek holt sich das Trikot des besten Sprinters. Sehr verdient, wie ich finde. Vor Mark Cavendish, Peter Sagan, Marcel Kittel und John Degenkolb.